Sie weckt uns nichts, es ist dunkel. Nur ein paar entfernte Geräusche. Die kleine Odilia horcht genauer hin. Ihre Ohren sind gespitzt, damit ihr ja kein Ton entgeht. Seit ihrer Geburt verlässt sie sich besonders auf ihr Gehör. Sie lebt mit ihrer Familie in einfachsten Verhältnissen. In einer Holzhütte am Waldrand, irgendwo im Elsass. Ein weiser Mann sagte ihr, es sei das Jahr 1740. Odilia sitzt noch immer im Dunkeln. Es wird auch dunkel bleiben, selbst wenn sie die Augen öffnet. Nichts, nur ein paar Geräusche. Odilia ist blind. Sieht sie die unglaubliche Farbenpracht, die vielen Formen und die vielen Menschen, aber auch das große Leiden. Und manchmal schließt Odilia die Augen wieder, um in die friedliche Stimmung von früher einzutauchen. Weniger Hektik, mehr Fantasie, weniger Leid, mehr Frieden.